Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr lest richtig, es ist soweit, das neue Gebiet kommt, zumindest der erste Teil davon. Und ja, wir gucken uns einfach mal den Trailer direkt an, den Star Stable hier geteilt hat. Den haben wir hier. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Das ist Wildwoods, das neue Gebiet. Und es sieht einfach unglaublich aus. Wir werden uns das gleich nochmal im Detail angucken. Aber guckt euch einfach nur mal an. Es sieht einfach so krass aus. Diese Details, diese... Oh mein Gott. Schaut euch das an. Einfach Natur pur hier drin. Da hinten ist eine Ranger-Hütte, wie man sieht. Und genau. Hier in der Beschreibung steht noch, erkunde den ersten Teil von einem komplett neuen Gebiet in Star Stable. Die tiefen und mysteriösen wilden Wälder. Ich denke mal, ich hoffe mal, es wird auf Deutsch auch Wildwoods heißen. Wilde Wälder klingt ein bisschen komisch, aber naja. Eine neue Gruppe von Jovik Rangern bereitet sich auf eine Expedition vor und wir dürfen mitmachen. Nächste Woche, habt ihr gelesen in den News, in Fort Pinter sind Jovik Ranger angekommen, die mit uns sprechen wollen. Bin ich mal gespannt, ob das nächste Woche schon kommt. Also ich habe jetzt noch keine hundertprozentige Bestätigung bekommen oder gelesen, dass halt das Gebiet wirklich nächste Woche kommt. Vielleicht ist nächste Woche auch eine Vorbereitung. Aber so wie es aussieht, wenn sie das jetzt schon ankündigen, könnte es sehr gut sein, dass es schon nächste Woche Mittwoch kommt. Also nicht nächste Woche, diese Woche. Also in 2 Tagen. Genau. Und... ja, Wildwoods ist ziemlich mysteriös, ziemlich bewachsen und dort leben nicht sehr viele Menschen, also ist auf jeden Fall interessant. Und hier stehen auch gleich die Anforderungen dazu, die man haben muss, um nach Wildwoods zu gelangen. Man muss Star Rider sein, logisch, Mistvoll freigeschaltet haben, also nebelvoll, und Level 16 erreicht haben, finde ich gut. Und die Quest abgeschlossen haben, wo, nachdem man mit Rania nach den Wahlen in Dandal gesprochen hat. Ist auf jeden Fall eindeutig, ziemlich, naja, fortgeschritten, für fortgeschrittene Spieler, klar, es gibt, die meisten sind eh Level 20, 21, aber ich glaube, Epona ist auch so um den Dreh Level 16, 17 rum. Obwohl, es ist sogar dann noch vor Epona, aber ist auf jeden Fall mega cool. Und wir gucken uns den Trailer jetzt nochmal genauer an, also wir sehen hier einmal schon so einen coolen Durchgang. Dort geht es rein, die riesigen Mammutbäume. Boah, die sehen auf jeden Fall gut aus. Hier hinten haben wir einen Wasserfall. Viele Berge, auch mit Schnee. Hier unten eher so sumpfiges Gebiet, auch mit Tannen unten drunter. Hier so einen schönen kleinen Flussverlauf mit den schönen Steinen. Hier ein Baumstamm führt drüber. Dann hier ein bisschen Ranken, die runterhängen. Dann auch so hohle Baumstämme, wo Wasser durchfließt und die Seerosen drin sind. So coole Details hier, also mega cool gemacht. Dann auch hier so ausgehöhlte Bäume, also wo man unten drunter durchreiten kann, von den Mammutbäumen, wo man auch reinreiten kann mit dem Pferd zum Beispiel. Das sieht auf jeden Fall mega cool aus, wo auch Wasser durchfließt. Sieht so super aus. Und Frösche, wie wir hier sehen, gibt es dann dort auch. Noch so ein ausgehöhlter Baum, diesmal ohne Wasser, aber man kann trotzdem durchreiten. Viele detailreiche Pflanzen. Was haben wir noch? Hier auch so ein Baumstamm, wo man vielleicht auch durchreiten kann dann. Mega cool gemacht. Dann hier hinten sehen wir die Ranger-Hütte am Ende. Da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Also es geht ja auf eine kleine Reise, um den ersten Teil zu erkunden. Zu einer Ranger-Hütte. Und so wie es aussieht, ist dann da hinten die Hütte. Mal sehen, ob dann dort jemand lebt oder ob die lange verlassen war. Müssen wir mal gucken. Und ja, das war's mit dem Trailer. Aber ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein mega cooler Einblick in das neue Gebiet. Und oh, ich bin so gehypt auf jeden Fall. Also, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und schreibt gerne mal, was ihr denkt, ob das schon diesen Mittwoch kommt. Ich denke mal, es wird eigentlich fast diesen Mittwoch kommen. Also, wie die das jetzt angekündigt haben, alles macht das alles Sinn. Und ja, schreibt gerne mal, was ihr euch erwartet, was uns dann erwartet im Spiel. Und gehen wir nochmal ins Star Stable hier rüber. Haben wir hier auch die Map. Und was denkt ihr, wie weit, also wie viel von dem Gebiet werden wir bekommen? Wird es ungefähr so viel sein? Vielleicht noch weniger? Vielleicht die Hälfte? Es wird ja in mehreren Abteilen released, also die hinteren Abteile.
werden irgendwann später kommen, denke ich mal. Also ich tippe mal drauf, das ist ungefähr das Abteil hier, ist nur dieses kleine untere. Irgendwann kommt später noch viel mehr. Wie wir in den Trailer gesehen haben, sah das jetzt auch nicht so groß aus. Hier geht ja irgendwie ein Weg hoch und dann hat man das hier. Mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall mega gehypt und gespannt und freue mich natürlich auf Wildwoods. Und ja, das war's mit diesem Video. Wenn ihr auch gehypt seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt eure Vermutungen in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao! We'll be right back.